seine Heimat, wie es im damaligen Sprachgebrauch hieß, heim ins Reich zu holen. Musikalisch hatte er sie nie verlassen. Trotz aller Wagner-Begeisterung blieb sein Lieblingsstück Franz Lehars Operette Die lustige Witwe, die der Meister selbst anlässlich des 50. Geburtstages von Hitler 1939 bei einer Festaufführung im Deutschen Opernhaus in dessen Anwesenheit leitet. Hier dirigiert Lehar im Theater am Neuendorfplatz eine Szene aus seiner Operette Der Fürst der Berge. Die Solisten sind Irene Eisinger und Michael Bohnen.